Ich hoffe, ihr habt wieder was zum Knabbern dabei, ihr Hurensöhne. Und damit herzlich willkommen zur 9. Folge der Kampagne Besudelung der Ehre. Die 5. von 7 Kampagnen bei Warhammer 40k Space Hulk. Ich habe ein Rätsel. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich werde jetzt etwas vorlesen und dann werde ich was fragen. Moment, Moment. Von allen Kampfformationen, die einen Orden der Space Marines ausmachen, ist die erste Kompanie die gefürchtetste. Damit ein Space Marine der ersten Kompanie beitreten kann, muss er sich auf zahllosen Schlachtfeldern bewiesen und durch seine Taten den Respekt seiner Ordensbrüder verdient haben. Die meisten dieser Veteranen haben bereits an anderer Stelle als Sergeant gedient. Zitat, manchmal für Jahrhunderte. Bevor diese als Mitglieder der ersten Kompanie akzeptiert wurden. Einige wenige wurden jedoch auch schon durch einen wahnsinnigen Akt des Heldentums sofort aufgenommen. Jedes Mitglied der ersten Kompanie kann mit jeder Art von Waffe umgehen und es ist das lebende Beispiel der Ideale und der Bestimmung des Ordens. Ein solcher Status bringt auch das Recht mit sich, sich seine bevorzugten Waffen aus der Rüstkammer des Ordens selber auszuwählen. Das Ergebnis ist, dass Veteranentrupps weniger rigiden Zusammensetzungen und Doktrinen unterliegen als die anderen Space Marines Formationen. Sie sind oft für eine bestimmte Rolle ausgerüstet, wie etwa der Ermordung eines Varg-Bosses und seiner Leibwache bei einer Suchen- und Vernichten-Mission. Oder um eine ankommende Welle Aspektkrieger der Elder abzufangen, bevor diese das Schlachtfeld erreichen könnten. Die gesuchte Einheit wird aus jenen Mitgliedern der ersten Kompanie gebildet, die sich vollständig der Kunst des Nahkampfes hingegeben haben. Die meisten von ihnen haben einen langen Dienst in den Sturmtrupps des Ordens hinter sich, sodass ihre Fähigkeiten den blutigen Nahkämpfen auf tausenden Welten gestählt wurden. Also in blutigen Nahkämpfen. Also nochmal, die gesuchte Einheit wird aus jenen Mitgliedern der ersten Kompanie gebildet, die sich vollständig der Kunst des Nahkampfes hingegeben haben. Und die meisten von ihnen haben einen langen Dienst in den Sturmtrupps eines Ordens hinter sich, sodass ihre Fähigkeiten in den blutigen Nahkämpfen auf tausenden Welten gestählt wurden. Das ist die Frage. Was für eine Einheit suche ich? Aus dem Warhammer 40k-Universum. So, ich gehe links auf Laden. Feuerbereitschaft, Feuerbereitschaft, Feuerbereitschaft! Genau. So, in der letzten Folge habe ich eigentlich schon so gut wie gewonnen, oder? Genau, nee, eben nicht. In der letzten Folge habe ich dieses Tor hier geschlossen, aber auch gleichzeitig, also das war ja Bruder Erasmus hier, gerade vor euch zu sehen, meine Damen und Herren, Bruder Erasmus. Und dieser Bruder Erasmus hat unten 0 von 6 Schüsse übrig, also insgesamt 6 und alle 6 schon verbraucht. Flammenwerfer, Boy, Bruder Erasmus. So. Der wird aber jetzt gleich von dem hier zerfleischt, das ist aber okay, wie gesagt. Das habe ich in der letzten Folge beschlossen. Ansonsten, hier oben ist noch eine Flammenwerfer-Aktion gewesen mit Bruder Soha. Hier unten am Bildschirmrand, meine Damen und Herren, bitte dort mal die Äuglein hinsetzen. 1 von 6 Schuss noch übrig, ja. Also wird ein bisschen knapp werden. Also in der letzten Folge habe ich da auf jeden Fall noch einen Flammenschuss hingesetzt. Und weil hier noch ein paar knusprige Symbionten standen, ja. Also hier, was sie vor sich sehen, meine Damen und Herren.
Dann habe ich beschlossen, dass ich hier den Gang entlang watschele, um dann dieses Tor auch noch zu schließen. Das habe ich in der letzten Runde gemacht. Und dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal hier weiter. Genau. So, Bruder Sahaf. Ach genau, hier steht ja auch noch einer. Bruder Jehol. So, Moment. Gut, Bruder Jehol. Genau, der hat keine Bewegungspunkte mehr. Sieht man auch unten am Bildschirmrand, meine Damen und Herren. Was war mit Bruder Sahaf? Ja, der kann erstmal da bleiben. So, Sergeant Markus ist in Feuerbereitschaft bereits gegangen. Bruder Ezekiel habe ich in der letzten Folge auch gemacht. So, Bruder Beilin. Hat auch keine Bewegungspunkte mehr. Bruder Jutko. Ja, lauf mal da hoch. So, Bruder Antipater, bleib mal so. So. Da ja hier überall Feuer ist, brauche ich Bruder Antipater nicht in den Feuerbereitschaftsmodus zu setzen. Unten übrigens zu lesen. In weißer Schrift auf schwarzem Grund für 2 AP. Dann kann ich jetzt den Zug beenden. So. Okay. So, so, ha. Du läufst jetzt so hin, oder? Warte. So, kannst du eigentlich machen. Ah ja, und in der letzten Folge habe ich auch einen Witz gerissen über den Soha. So. Also bitte Feuer, Soha. Danke dir. Braver Soha. Dann habe ich jetzt Antipater, der kann da im Endeffekt mal durchlaufen. Und Bruder Jutko kann auch durchlaufen. Bruder Beilin, weiß ich nicht, bleib mal da. Gut. Bruder Sahaf, bleib da. Oder geh da hoch. Bruder Ezekiel, du gehst hier mal durch. Und Sergeant Markus, du gehst mal hier hin. Objective locked. Genau. Und hier den Flammenwerfer-Typ, den Erasmus, den lasse ich da jetzt einfach. Und ansonsten hier Bruder Jehol, Vollbereitschaft bitte. Ja, genau. Und Sergeant Markus, ja, du hast dich ja bewegt. Also hier, das ist Sergeant Markus, meine Damen und Herren. Und ansonsten kann ich nicht mehr viel machen. Genau, hier oben, das Rote bedeutet natürlich für alle, die neu dabei sind, das sind hier wieder Feinde im Anmarsch. Und für alle, die auch neu dabei sind, meine Aufgabe ist hier zu diesem roten Ding hier in der Mitte des Bildes
einen Terminator hinzuschicken und das Ding zu deaktivieren. So, hier, wo meine Maus gerade abspackt, das Ding, da muss ich einen hinbekommen. Lebend, lebend. Ein Terminator, der lebend ist, versteht sich. Zug beenden. Ja. Target. So, das ist wieder ein feiner Abschuss von Yehol gewesen. Und den... Den hat er sich jetzt auch noch weggeschnappt. So, jetzt genau. Jetzt habe ich genau keinen Schuss mehr mit Soha übrig, kann aber schnell durchrennen. Und jetzt bitte die Tür schließen. So. Okay. Gut, dann habe ich das schon mal erledigt. Okay, Antipater. Lauf mal hier hoch. Ich verwende keinen meiner Extrapunkte. Links unten am Bildschirmrand haben wir zwei Extrapunkte. Ich verwende keinen der Extrapunkte, denn ich habe so ein Gefühl, dass wenn ich die Punkte mir aufspare und die eine Runde nicht benutze, dass ich dann nächste Runde vielleicht sogar mehr bekomme. Also den Eindruck hatte ich die letzten Folgen. In den letzten Folgen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mal eine Runde beendet habe, ohne alle auszugeben, dass ich dann wirklich, also ohne überhaupt welche auszugeben, wenn ich wenig hatte, dass ich dann eine Runde später auf einmal voll viele hier links unten von den orangen, da wo meine Maus gerade abspackt, von den orangen Punkten erwürfelt habe. Für alle, die neu dabei sind, wie gesagt, diese Punkte erwürfelt man am Anfang jeder Runde, wird halt per Zufallsgenerator ausgewürfelt, wie viele man bekommt. Feuerbereitschaft. Overwatch, das neue Spiel von Blizzard. Obwohl, wenn meine Damen und Herren, wenn ihr das hier seht, dann wird Overwatch wahrscheinlich kein neues Spiel mehr sein, aber ihr könnt es ja mal googeln. Ist ein Spiel von der Firma Blizzard. Ist wahrscheinlich ein... So wie Team Fortress. Wenn das niemand was sagt, dann halte ich jetzt die Klappe. Bruder Sahaf, lauf mal bitte durch. Bruder Jutko, du kannst eigentlich auch durchlaufen. So. Es fällt übrigens auf, wir haben jetzt hier Flammenwerfer-Typ Bruder Soha mit 0 von 6 Schuss, der bleibt da stehen. Und wir haben hier Bruder Erasmus, auch Flammenwerfer-Typ 0 von 6 Schuss. Also wenn ihr tatsächlich mal das spielen solltet, oder wenn sie das spielen sollten, meine Damen und Herren, dann empfehle ich das genauso zu machen. Flammenwerfer ganz nach vorne laufen lassen und dann hier rechts und links die Tore schließen lassen. Das haben die alleine sehr gut hinbekommen und die restlichen Truppen dann durchmarschieren lassen, so wie man das hier... Wie sie das hier eigentlich wunderbar sehen, meine Damen und Herren. Ich mache jetzt Zug beenden. So, der kommt eigentlich auch ganz gut zurecht, wie man hier sieht. So, Sergeant Markus, bitte. Ah, links unten. Ich habe nur einen Punkt diesmal erwürfelt. Sehr schade, aber ich kann nochmal neu würfeln. Ja, schon wieder nur einen Punkt, okay. Egal, ich gebe trotzdem den einen Punkt nicht aus. So, Markus, lauf bitte dahin. Yehol, bleib einfach mal so. Nee, Yehol, geh mal einen Schritt zurück. Ich fand das gerade sehr, sehr knapp vor 2 Minuten, wenn sie geschlafen haben, meine Damen und Herren. Einfach mal zurückspulen. Dann, Sergeant Akkaron, ich weiß nicht, bleib mal so, Feuerbereitschaft. Also eigentlich wäre es mir auch, oder? Nee, wäre es mir zu knapp? Nee, wäre es nicht zu knapp. Die sind ungefähr auf derselben Linie hier zu sehen, meine Damen und Herren, da wo meine Maus gerade rüber geht. Ich glaube, die sind auf derselben Linie, oder ich hoffe es zumindest. Nee, oder? Ja, doch, die sind auf derselben Linie. Das ist ein bisschen eine optische Täuschung.
Wenn man mal guckt, hier, also hier, wo meine Maus gerade ist, sind drei Felder. Und hier, wo meine Maus gerade ist, sind drei Felder. Oder? Ist das eine optische Täuschung? Hä? Oder ist es... Nee, ist keine optische... scheiße, ist keine optische Täuschung. Nee. Ich dachte gerade, weil die Tür ein bisschen anders gesetzt ist als die Tür hier drüben, hier wo mein Neues gerade ist. Hier wo mein Neues gerade ist, ist ja eine Tür. Hier. Und dort ist eine Tür. Und nee, die sind nicht gleich. Okay, dann kann es natürlich für Sergeant Acheron gefährlich werden und er müsste zwei Schritte zurück. Jetzt habe ich ihn aber schon in Vollbereitschaft gesetzt. Also ist egal, ich lasse ihn so. Weil Sergeant, glaube ich, auch ein bisschen besser treffen. So, Antipater. Der Pater. Lauf mal dahin, bitte. Bruder Jutko, lauf auch mal durch. Bruder Beilin, du läufst hier. Und dann würde ich fast sagen, beende ich den Zug. Bruder Ezekiel, lauf mal bitte durch. So. Zug beenden, bitte. Zug beenden. Okay, das hat Bruder Jehol jetzt gerade noch gut hinbekommen. Einen getötet, aber den anderen nicht. So, genau, hier. Das ist der hier. Sergeant Markus, drehen Sie sich bitte um. Gut so. Und er hat den sogar schon alleine abge... Genau, besser könnte ich es nicht sagen. Für jeden, der zugehört hat, meine Damen und Herren, you shall be cleansed. So. Genau, jetzt hat er schon automatisch geschossen, ohne dass ich den Befehl dazu geben musste. Besser kann das nicht laufen. Bruder Antipater. Einer geht noch. With all due haste. Overwatch. So, Acheron, zwei nach vorn. Vollbereitschaft. Securing position. Jehol, zwei nach vorn. Affirmative. Vollbereitschaft. Holding position. Sergeant Markus, einen nach vorn. Moving ahead. Und bitte in die Feuerhocke gehen. They will fall. So, Bruder Ezekiel, lauf. Bruder Sahaf, lauf. With all due haste. Bruder Baldin, lauf. Bruder Jutko, lauf. Mir fällt übrigens auf, dass wir gar keine Nahkämpfer haben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns. Ciao.